Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh mein Gott. Ja, wir haben ja jetzt letztes Mal ein paar Sachen ausgetestet mit dem Öffnen dieser Vaults und so. Haben noch ein bisschen Auto-Crafting betrieben, haben unsere Energie sowas von in die Höhe getrieben. Also hier sind wir jetzt bei immer noch 33.000, die wir noch offen haben. Und wir sind quasi kurz vor dem Aquarium. Ich würde sagen, wir pushen aber noch mal so ein bisschen mehr. Ich würde schon fast noch ein bisschen... Was fehlt dann noch so, wenn ich mal gucke? Luftdruck, Sauerstoff. Und wäre es eine plus 1000? Da würde ich jetzt noch mal ganz gern ein paar von raushauen wollen. Mal gucken, was die noch mal benötigt. Dass wir einfach da noch mal richtig gepusht werden, weil irgendwie kommt es so langsam... Es geht halt so... Sehr, sehr langsam. Sagen wir es mal so voran. So. Da brauchen wir Superlegierung für und Baumrinde. Baumrinde ist, glaube ich, so der einzige Knackpunkt. Holen wir die zuerst. Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Vielleicht kommen wir an die 4. 1, 2, 3, 4. Ich will mir gleich mal aufschreiben, wie viel wir benötigen. 1, 2, 3, 4. Das andere lassen wir ja zum Glück jetzt herstellen hier oben. 1, 2, 3, 4. Das ist richtig geil. Und hier kommen auch schon die ersten Bioklumpen zusammen. Bio-Kunststoffklumpen, Verzeihung. Ja, muss ja alles... Oh, Algen sind auch level. Ich muss ja noch ein paar Algen aufstellen, dass das auch noch alles im Laufen ist. Können wir ja gleich noch machen. Superlegierung. Oh mein Gott. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann die Raketentriebwerke. 1, 2, 3, 4. Und wir müssen noch ein paar Drohnen aufstellen. Ich habe gerade noch mal 5 gemacht. Aber... Und da können wir noch verkaufen. So. Sauerstoff. Abschuss. Wir warten. Bis sie zumindest oben ist. Oh, guck mal jetzt oben rechts, wie schön schnell das jetzt schon geht. Und die nächste. Abschuss. Das hätten wir die ganze Zeit, glaube ich, schon machen sollen mit Sauerstoff, weil wir haben ziemlich viel stehen. Sauerstoffmultiplikator. Und da fliegen sie. Guckt mir oben rechts das Terraforming an. So gefällt mir das. Und eine machen wir noch. Wieso? Weil wir es haben. Gut. Was machen wir zuerst? Drohnen, würde ich sagen. Stellen wir vielleicht nochmal 5 her, dann hätten wir es zum letzten Mal irgendwie verdoppelt. Haben wir noch hier Drohnen? Ne, haben wir Leiterplatten. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bräuchte ich hiervon 5. Und 5 mal Eisen. Es ist so schön, wenn alles voll ist an Materialien. So, dann hier. Okay, hier sind sogar noch 5 Drohnen jetzt zu Hause. Jetzt haben wir noch mehr zu Hause. Wir haben 20 Drohnen und so viel brauchen wir jetzt gar nicht, weil so langsam alles voll läuft. Gut, abgehakt. Die Rakete muss ich gleich nochmal abklemmen. So. Das weg. Und das weg. Lass uns doch nochmal ein bisschen Algen machen. Oh, haben wir 4 Kunststoffklumpen vielleicht sogar? Wasser ist, glaube ich, so das Problem. Das ist ein Sauerstoffkapsel, die schon länger rumliegt. Ne, wir haben, können zumindest einmal noch machen. Das heißt, ein Dünger. Wo war hier Wasser drin? Da. Dann noch Silizium. Und zweimal Superlegierung. Einmal Silizium, zwei Superlegierung. Ne, das ist nicht... Silizium gewesen. Das ist Magnesium. So rum. So, kommen hier auch nochmal Algen. Also langsam guckt es euch an hier. Hier schwirrt das Grüne rum. So, wie sieht denn das jetzt aus? Wir kriegen fast Fische. Fische fast fertig. Guckt euch das an. Machen wir live. Gucken hier nochmal schnell rein. Sauerstoff läuft gut und Sauerstoff ist jetzt richtig gepusht. Das pusht uns super gut nach vorn.
Und Fische fertig. Und Aquarium fertig. Geil. Ich würde trotzdem mal gern was verkaufen. Und zwar diese Dinger hier. Produktionsmultiplikatorsicherung. Ich brauche sie erstmal nicht. Ich kann sie ja später zur Not wieder einkaufen. 1, 2, 3, 4. Denn ich würde ganz gern... Oh, hier gibt es doch Schmetterlingslarven. Plus 1400. Froscheier. Das Wohnmobil kaufen wollen. Oh, wir haben 31.000. Wir haben 31.000. Das ist richtig viel. Lass uns einmal die Fischeier holen. Einmal die Schmetterlinge noch. Und die Froscheier. Dann haben wir sie zumindest. Das braucht ja ein bisschen, bis es wieder da ist. Vielleicht schaffen wir das sogar in der Folge jetzt hier. Wir müssen noch was trinken. Und dann gucken wir uns das Aquarium, würde ich sagen, einfach mal an. Was macht das überhaupt? Tiere zum ersten Mal. Tiere züchten. Das macht... Brauchen wir... Oh, Sauerstoff liegt da ja sogar noch rum. Aber inzwischen brauchst du halt auch eine Leiterplatte, ne? Also wird das auch teurer. Ich würde es... Ich weiß auch nicht, wo ich es hinplatziere. Mutagen Stufe 3. Auf freigeschaltet. Jetzt geht's aber los hier. Wir brauchen eine Superlegierung, bitte. Und einmal Dünger. Stufe 2. Danke. Oh, jetzt haben wir ja Klumpen ohne Ende. Wir stellen das Aquarium erstmal. Ne, ich finde es hier nicht schön. Wo könnte man gut Aquarium hinstellen? Hier auch nicht. Ich habe eine Idee. Wir haben 1, 2, 3, 4. 2. Was kostet das nächste Wohnmodulsekunde? Das Zweier. Einmal noch Titan. Und zwei Superlegierungen. Was ist, wenn wir das da aufstellen? Hier sind natürlich jetzt Bäume. Oder wir machen es hier hin. Nee, hier gefällt es mir nicht. Oder oben drauf? Gefällt mir auch nicht. Hier ging es rein. Dann hätten wir hier gut Platz, um vielleicht schöne Aquarien hinzustellen. Ich will es erstmal nur hinstellen. Will mir das angucken. So, du brauchst auf jeden Fall Fischeier, damit du Tiere machst. Okay. Die haben wir jetzt gerade gekauft. Da müssen wir jetzt warten, oder? Oder können wir jetzt draußen Fischeier sammeln? Lass mal gucken. Gibt es jetzt Fischeier zum Sammeln? So wie bei den Larven? Hier hinten sind auch keine Fische. Sieht nicht so aus. Vielleicht müssen wir sie auch finden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, jetzt kommen wir ja langsam voran. Dann müssen wir weiter, glaube ich, auch an der Produktion arbeiten. Was kostet jetzt auch das Mutagen 3? Ups. Wir müssen das 2 auch noch herstellen. Stickstoff, Schwefel, Bakterienproben. Methan und Schwefel. Lass uns mal gucken, ob wir das da oben noch hinstellen können. So ein Ding will ich auch noch bauen.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott sei Dank, ist gerade aus dem Leben angekommen. Huhu, Glück gehabt. So, dann brauche ich nochmal Zeolit. Noch eine Superlegierung. Dann haben wir gleich mal alles zusammen. Wirklich alles, was wir brauchen. Wo ist auch die Baumrinde? Klettern wir hier hoch. Und dann hätte ich das hier nämlich ganz gern, glaube ich, abgerissen. Das geht gar nicht. Okay, in die Richtung geht das nicht. Dann machen wir es noch einen höher. Dann hole ich mir gleich noch eine Leiter. Müssen wir die dann auch noch ranpacken. Ich habe das Zeug vergessen. Einmal Bakterienprobe und zweimal Dünger. So, dann haben wir hier so eine kleine Produktion drin. Vielleicht kriegen wir hier noch eine reingequetscht dann. Das sehen wir dann. Es fehlt hier noch einmal... Nee, das Wohnmodul müssen wir gar nicht mehr machen. Jetzt können wir noch irgendwo Bäume hinpflanzen. Da hinten sieht es noch so leer aus. Wir müssen das ja alles noch ein bisschen optimieren hier. Baumverteiler, da. Da kommt der rein. Ja, also Terraforming-Index geht auf jeden Fall gerade krass nach oben. Das ist richtig gut. Dann hätte ich ganz gern auf jeden Fall noch eine Leiter. Einmal Eisen, einmal Kobalt fehlt. Kobalt. Was brauchen denn Fenster? Eisen und Kobalt. Lass das vielleicht gleich mal ein bisschen hübscher machen. Ich wollte Bakterienproben haben, ne? Nee. Sekunde. Kurz gucken, ob wir es hier hinklatschen können. So. Ich wollte nämlich Mutagen erstmal haben. Aber guck mal. Mutagen Stufe 3. Das 2er fehlt uns noch. So, wir brauchen Bakterienproben. Da können wir ja sagen. Machen wir das Angebot weg. Doch, das Angebot können wir lassen. Klar können wir das lassen. Oh mein Gott, wir können Eier herstellen? Wo das? Sekunde, müssen wir gleich mal gucken. Bakterienproben. Das wird sogar schon hergestellt. Was brauche ich denn dafür noch? Methankartusche und Schwefel. Nachfrage nach Schwefel. Und Nachfrage nach Methankartusche. Und hier machen wir Mutagen rein. Nachfrage nach Mutagen. Ja. Können wir das nämlich auch ausladen. Was wir hier noch an Mutagen haben. Guck mal, hier ist Zweier. Sie können irgendwie kein Zweier herstellen. Gucke ich gleich mal. Gut, machen wir erstmal hier kurz die Leiter da oben. Und hätten wir ein nächstes Stockwerk zum Produzieren. Dann haben wir also alles so ein bisschen übereinander.
Gut, der kann erstmal wieder raus. Ja, ich pack's erstmal noch weg. Uff. Ist halt voll, ne? Wo kann ich denn jetzt die Eier machen? 20.000 Terra-Token. 20.000. Ist viel. Hier haben wir Schmetterlinge. Das ist nur zum Gucken. Ach hier, Mutagen 2 kommt erst noch. Also können wir dann schon das Dreier herstellen, aber hier schneller sind das. Oh, wir können bald Leiterplatten herstellen. Auf 160. Das ist nice. Ich weiß noch nicht, wo ich es herstellen kann. Muss ich gerade zugeben. Aber gut, das haben wir, 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 das haben wir jetzt auch. Es fehlt im Prinzip nur noch Mutagen 3. Können wir eigentlich auch herstellen lassen, oder? Eigentlich ja schon. Haben wir 4 mal Osmium? Ne, wir brauchen ja nur 2. Und 9 mal 1, 2, 3... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann stellen wir uns doch jetzt Mutagen 3 her. Hier packen wir es in die Ecke. Hier kommen die Sachen dann hin. Mutagen 3. Also zumindest auch das andere Zeug wegbekommen. Also für Mutagen 3. Bakterienprobe ist unter uns. Das heißt Schwefel und das andere. Nachfrage. Das und Schwefel. Oh, oh. Ich muss dringend was trinken. Und hier kommt... Ah! Mutagen 3. Da. Na, runter. Trinken und essen. Erstmal schnell essen. Vielleicht sollten wir auch gleich nochmal Wasser machen. Kann das sein, dass wir so einen kleinen Wassermangel haben? Was kostet Wasser? Und wo ist das? Dass ich auch nichts wiederfinde, ne? Gar nichts. Seewassersammler. Haben wir 3-mal oder 6-mal Klumpen? 2, 4. Boah. 2, 4, 6. Krass. Habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Algen sind auch wieder voll. Dann 2-mal Silizium. Ne, ist Magnesium. Und zweimal das. Ja, hab ich. Also heute sind wir richtig am Optimieren. Und nochmal. Geil. Ist die Rakete wieder da? Ja. Unser Wohnmobil. Wohnmodul. Wohnmobil. Geil. Geil, geil, geil. Oh, die Schmetterlingslarven sind natürlich schick, ne? Oh, guckt sie euch an. Wunderschön.
Ich glaube, da mache ich draußen nochmal Schmetterlingslarven. So, und hier können jetzt Eier rein. Fischeier. Was ist das? Froscheier. Oh, Fische. Und wir machen jetzt Tiere. Richtig gut. Richtig gut. Das erste Mal in Tiere. So, dann forschen wir noch das Ding. Das Dreier-Wohnmodul. Was kostet der Spaß? Gar nicht so teuer, ne? Weil da würde ich nämlich versuchen, ein bisschen umzubauen. Und zwar das hier weg. Eins. Zwei. Drei. Das kriege ich da gar nicht hin. Hoch. Jetzt ist gut. Wir müssen kurz was wegbringen. Alles voll mit diesem Zeug, ne? Aber wisst ihr was? Weg. Es ist halt alles voll. Es ist so super voll. Was brauche ich denn für die Schmetterlingsfarm nochmal? Dünger, Bio, Zeolit. Zeolit. Und ein... Ah, wir haben keinen Klumpen. Wir haben keinen Klumpen. Was fehlt dir denn für den Klumpen? Pilze, Silizium, Wasserflasche. Ein Pilz nur. Wir haben unten zwei Pilze. Huch. Ich muss das irgendwann umbauen. Erstmal, es reicht mir erstmal so. Zack. Was? Geht hier jetzt Wasser? Ja, jetzt fehlt es an Wasser. Ach, du ahnst es nicht. Okay, gucken wir gleich nach. Wie mache ich das jetzt? Dum, 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 dum. Wie gehe ich weiter vor? Dum, 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 dum. Weg. Eine Tür. Ich knaller. Einmal Silizium. Was braucht ihr für das Große? Können wir mal anheften. Nehme ich schon mal dreimal mit. 1, 2, 3. So, und dich stellen wir nach vorn. Wo bist du denn? Ja. Oh Mann. Oh Mann. Ach, du ahnst es nicht, ey. Ich bin so voll beladen. Das bräuchte ich. So, jetzt habe ich hier richtig viel Platz. Dann das weg und das weg. So. Nochmal auf ein neues. Autohersteller? Nein? Doch? Eins. Zwei.
mir das einfach. Dass ich die schnellstmöglich wegkriege. So. Also. Hier hatten wir. Das. Angebot. Das. Superlegierungsstäbe. Angebot. Herstellen. Und hier hatten wir Osmiumstäbe. Angebot. Herstellen. Gut, dort hätten wir. Ist doch eigentlich ziemlich cool. Dieses Dreier-Wohnmodul. Das sieht ja nicht so schön aus, aber kann ich nicht ändern. So, was machen wir jetzt mit den Froscheiern? Ich würde ja schon gerne mit Fenstern arbeiten, ne? Aber weil es schöner aussieht. Kann man zumindest rausgucken. Oh, sind wir voll mit Zeug, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt gleich einen Klumpen. So, das kann weg. Das Wohnmodul packen wir weg und den Wassersammler packen wir wieder weg. Haben wir jetzt einen Bio-Klumpen, bitte. Ein paar davon. Wo haben wir es denn? Schmetterlingsfarm. Packen wir hier noch einen direkt vor die Haustür. Wunderschön. Gut. Wir sind schon wieder bei 11% Amphibien. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir haben jetzt Mutagen 3. Auf 160, was wir gleich haben, kriegen wir Leiterplatten. Da bin ich gespannt, was die kosten. Auf 175 kriegen wir Pulsar quasi. Ja. Und was kommt hier? Ein Portalgenerator. Mhm. Klingt sehr interessant. Tiere sind wir schon bei 8 Kilogramm. Das heißt, die nächsten Eier kriegen wir auch bald. Insekten sind wir noch ziemlich, ziemlich low, ne? Pflanzen halt auch. Ja, die Froscheier können erstmal hier rein. Gibt es denn noch andere Raketen für uns vielleicht? Was haben wir denn? Wärme, Luftdruck, Pflanzen, Sauerstoff. Gibt es nicht eine Insektenrakete oder sowas? Ja, Sauerstoff können wir zum Beispiel auch noch machen. Und Pflanzen vielleicht. Kommt nicht irgendwann eine Insektenrakete? Hier. Bei Biomasse. Ja, wir müssen auf Pflanzen gehen. Dann geht das vielleicht noch ein bisschen besser. Wir brauchen diese Samen. Lass uns mal 3 Stück hiervon mitnehmen. Und mal angenommen, wir schicken uns gerade 4 Raketen hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, wir können alles mitnehmen. Dann bräuchten wir 4-mal Baumrinde. Ich hoffe, die haben wir. Hatte ich nicht noch was gekauft? Nee, hatte ich nicht. Das haben wir schon rausgeholt, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Und ich hoffe. Oh Gott sei Dank. 1. Und wir schicken 4 Raketen hoch, ne? Hier habe ich 3. Davon eine. Das heißt, ich bräuchte 3-mal Dünger. 1, 2, 3. Für die Pflanzen. Und. Ein Mutagen.
Gehen wir halt hier raus. Cool, können wir nochmal 4 Raketen hochschießen. Das sollte doch mal ein bisschen pushen. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Pflanzen. Wir können Leiterplatten erstellen. Da müssen wir die wenigsten auch nicht mehr mitnehmen. Mal gucken, was die kosten. Bin gespannt. So, Inventar ist leer. Was kostet denn eine Leiterplatte herzustellen? Stickstoff, Sauerstoffkartusche und Bioklumpen. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. 2. Einmal Superlegierung habe ich, glaube ich, hier vorn. Yep. Das ist ein teures Hobby. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wenn wir das haben, ist das geil. Also, passt auf. Das Ding stellen wir jetzt hier in die Mitte. Dann 2 Schränke daneben. Hier machen wir Nachfrage nach dem Zeug. Und hier machen wir Nachfrage nach dem Zeug. Und hier sagen wir dann Leiterplatten herstellen. Angebot. Leiterplatten. Da. Moment, du stehst nicht richtig, oder? Nachfrage nach Biostoffklumpen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich meine, Biostoffklumpen, so viel stellen wir noch gar nicht her. Huch. Da. Weil uns einfach die Pilze dafür fehlen und das Wasser. Das muss ja alles noch ranreifen. Aber das wird dann hoffentlich mit der Zeit. Wir stellen uns dann Leiterplatten her. Das heißt, im Notfall können wir sie auch sogar händisch craften. Wir haben ja noch gut welche. So, das heißt, das können wir hier auch aufräumen. Das ist auch noch ein Baumsamen, ne? Da habe ich die Raketen wieder oben drin. Also beim Baumverteiler machen, wenn wir noch... Dann sind die Wichsen auch weg. Das machen wir noch schnell zum kleinen Abschluss. Jo, Oma. Ach, wir sollten vielleicht das Zeug, was wir brauchen, ne? Dünger 2. Mutagen. Nein, das ist nicht Mutagen, was wir brauchen. Das ist eine Bakterienprobe. Zeolit. Und eine Superlegierung. Ich glaube, das musst du halt alles ein bisschen laufen lassen, damit sich das richtig automatisiert einpendelt, bis die Schränke voll sind. Oh, da hinten kriegen wir Pilze. Sehr schön. Das ist doch richtig geil. Das machen wir dann hier hin. Machen wir das hier alles voll. Cool, dass wir Pilze haben. Ja. Guckt euch an, wie das steigt da oben rechts. Coole Nummer. Gut vorangekommen.
Stückchen trinken, holst du schon was zu essen. Das ist gerade ein richtiger Push gewesen, diese Energiegedöns, ne? Muss ich sagen. Wir können es ja vielleicht nächstes Mal noch ranmachen ins Essen, weil Schokolade haben wir auch ohne Ende. Kakao ist voll. Und ich meine, hier gibt es anscheinend noch weitere Sachen, die wir bauen können. Aber gut, das schauen wir uns in Ruhe an. Ich lasse das hier mal so ein bisschen durchlaufen. Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Dazu bis dann. Ciao, ciao.